Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock. In der letzten Aufnahme sind wir in Fort Frolic eingestiegen. Sagen wir mal so. Und wir sollen jetzt eine Fotogalerie komplett machen, und zwar, wie heißt der Typ? Keine Ahnung. Seth Cohen? Na. Keine Ahnung, ist doch egal. Das werden wir wahrscheinlich jetzt dann eh gleich merken. Oder zumindest mitbekommen. Weil wir starten jetzt das Spiel. Ja, und ihr kennt ja das Spiel, also die Situation. ja, ich würde mal sagen, viel Spaß beim Video. Und wir sehen uns nachher. Viel Spaß! Ja, ich habe heute Gott sei Dank frei. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ein bisschen lauter stellen. Und zwar deswegen, dass ich, wenn ich jetzt mal schnell mal aufnehmen kann, und weil ich heute auf ein Konzert gehe. Und ich habe keine. Ich kann deinen Atem sehen. Emotivsicht. Na gut, dann halt nicht. Der Eismann kommt. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Martin Finnegan. Du alter Spinner! Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Okay. Habe mir einen kleinen Splicer-Cocktail gegeben. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Sasserbeck. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Okay. Ja, also der Gegner mit dem Frozen Vieh in Kälte erstehen. Brauche ich nicht. Aber ich muss ja den Typen jetzt fotografieren. Stopp! Zu, okay. Nur vorher werde ich hier mal alles plündern. Leichen plündern können wir ja. Sind wir ja schon Meister darin. Armbrust, Autohacker. Das brauche ich zuletzt nicht.
Poseidon Plaza, das ist ja schön. Anzubrechen und das ist das Wasser, das ist sehr gut. Also die sind ja auf meiner Seite, ganz vergessen. Was tut der Big Daddy hier? Sag mal, steht ein Big Daddy da. Ich wollte nur ein bisschen bewegen. Ich glaube, es ist nicht sehr klug. Ach du Scheiße! Oh Gott, das ist dämlich. Ich hab einfach keine einzige. Ich hab nichts Gescheites, das ist doch das Blöde. Hier hätte ich mich. Ja, mich der Bubbles. Aber ich werde mich vorher. Fuck, wo war denn der Mist? Hier war es Adam. Hier. Schatzkasten. Ja, einen muss ich mir gönnen. Wahrscheinlich schaffe ich es so oder so nicht. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Wir brauchen Adam. Wir brauchen unbedingt mehr Adam. Und natürlich auch mehr Munition. Wo zum Teufel? Ah, hier. Diese Big Daddies. Diese verdammten Big Daddies. Blöde ist ja, ich kann mich. Ich könnte, aber. Wer mich suchen? Vielleicht. Maybe. Also, da lege ich mal Kontaktminen aus. Wo ist denn dieses Arschloch? Hier hin, hier wieder. Ja.
Jetzt bist du weg, du mieser Wichser. Und wo ist jetzt die... Wo ist jetzt die Little Sister? Oh nein. Verdammt, wo ist die Little Sister? Huch! Ach verdammt, wo ist denn jetzt diese verfluchte Little Sister? Ah, oh. Scheiße. Naja. Was soll das, will ich da gar nicht hin? Nein. Ja. Hier war ich ja schon überall. Ja, hier war ich schon. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich auf die Jagd nach diesen Little Sisters gehen soll. Nun, ihr werdet jetzt gegrillt. Wie mögt ihr eure Splicer? Medium, Rare oder Englisch? Wir sind mit Bolzen. Okay. Brandbolzen, Bolzen mit Stahlspitze, ne, Napalm. So, jetzt will ich wenigstens ein bisschen. Munition fertigen. Explosionsschrot, das ist ja geil. Sehr gut. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. War das? Da war doch gerade was, oder? Na egal. Ich werde jetzt das von hier noch einmal durchgehen. Hier ist nichts. Wie gut
toten Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und ihre Besitzer ausbeuten. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Hält er sich für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen von hier und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugutekommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben, nämlich in unseren. Ich will dich hacken, Bitch. Okay, ich brauche das hier und eins herunter, und so, so und ist es denn, wo ist es denn? Hier. Bingo. Sonst gibt es hier gar nichts. Siehst du. Ionischer Schrot, das brauche ich aber auch nicht unbedingt. Hier ist nur Abholz tauschen. Achso, dann bin ich gekommen. Das sieht nach einem Freudenhaus aus. Nein, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Konvertiger. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Big Daddy. Nein, hier ist ein Big Daddy, wo der Security. Drei von denen, das reicht. Ich brauche kein Wasser. Wodka. Schrot, sehr gut. Na. Alles voller Zauber. Gut, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Allerlei. Fallenbolzen, wenn es Blutdurst. Du erhältst eine kleine Menge Gesundheit und Eve, wenn du Schaden mit dem Schraubenschlüssel zufügst. Okay. Beim Trinken von Alkohol werden kleine Mengen Eve wiederhergestellt, entzogen zu werden. Aha. Okay. Ich kann nicht tauschen, weil ich noch nicht viel Adam habe. Weil diese blöde Little Sister nicht aufgetaucht ist. Ich schau mal Backstage. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Dames? Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hat. Was machen Sie da? Nein, bitte! Die hat sich auf eine Little Sister. Ach. Toll, das kann ich jetzt schon vergessen.
Okay, das kann ich jetzt hacken, das siehst du mal. Ein Träumchen. Wenn ich. Hier, okay. Und jetzt dann noch einmal runter. Und. Hier, das muss ich dann hier absetzen. Und das. Und dann, ja. Gib mir noch eins, jawohl. Du. So. Ach, warte, scheiß doch drauf. Hat sich nicht gelohnt. Naja. Okay, aber was ist hier passiert? Wird man hier eigentlich mal bedient? Versuch doch mal. Wohin hält er sich eigentlich? Bingo. Okay. Müssen die Kamera hier. Der Typ hat echt Probleme, oder? Achso, hier. Jetzt habe ich wegen diesem Pisser. So habe ich sie gefunden. Die Orientierung verloren, verdammten. Hier geht's dann nochmal zum Atrium, aber hier muss ich sowieso hin. Beste Werk treffen 4. Gut.
Tetris splicet die Kohlen, auf die ich gesetzt hat. Sie tragen übrigens einen Hasenmasken. Ich hoffe, dass wir. Ich hoffe, durch dieses Lied wird das Video nicht geclaimed. Wo bist du? So, verreckt, ihr Bastarde. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen mehr darüber zu. Drüber zu reden, dass man das Lied nicht allzu gut hört. Ich hoffe, es bringt irgendetwas. Bist du da? Zuliere, okay, ich hab das Blässe erledigt. Nein. Ich vertraue dem nicht. Sander Cohen heißt er genau. Der gibt mir wirklich ein Geschenk. Und jetzt? Cobb war früher mit den Namen als Rapture Records, den du oben in Poseidon Plaza findest. Na gut, das machen wir jetzt dann noch ganz, ganz schnell. Poseidon Plaza geht's ja auch recht. Poseidon Plaza. Was ist denn klar? Also hier geht's lang. Das ist denn klar? Okay. Halt dein Maul. Sehr gut. Danke. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier. Ich bin auf jeden Fall nicht richtig auf jeden Fall. Zocken, nein. Ich will nicht. Wieso? Ich will hier doch nicht zocken. Okay, jetzt bin ich wieder Poseidon Plaza. Brauche ich zur Zeit nicht. Ah, Rapture Records, hier sind wir richtig. Aber ich sehe mich noch ganz kurz um.
Flucht. Rapture Records. Nehmen wir jetzt mal eine Platte auf. Cohen ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Cohen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch klingt, an den Geruch von dem, was er wächst, ändert. Ah, da oben ist der einer. Wie komme ich da rauf? Huch! Ah, hier bist du! So, jetzt ein bisschen im Kreis laufen. Trotzdem komme ich hier nicht drauf. Oder doch? Nein. Nein. Ah, hier. Hier geht's doch weiter. Noch ein Verbandsgastin. Boah, schaut. Irgendwie sieht der schon cool aus. Okay, jetzt schnell weiter. Oh. Ah, hier. Cohens Meisterwerk vollendet. Okay. Ich vertraue dem Typen nicht. Ganz und gar nicht. Irgendwie sieht er aus wie von der Adams Family. Du wirst sehen, dein Weg zu Ryan ist jetzt frei. Richte ihm einen Gruß von Sender aus. Ach ja, du darfst dir eines meiner bescheideneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren worden. Jetzt geh! Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Mit dem neuen Medical-Expertise meint ich ein bisschen mehr. Sieh zu, dass du nachher Festes kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Und was ist das da? Irgendwas stimmt. Na egal. Wir sind
fertig. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. Okay. Du hast in diesem Abschnitt keine Little Sisters gerettet oder ausgebeutet. Du brauchst ihr Adam, um mächtiger zu werden. Du solltest auf keinen Fall weitergehen ohne. Okay, dann halt nicht. Gut. Dann. Hallo. Dann werde ich mal speichern und ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Den Titel haben wir ja schon, also durch die Trophäe bekommen. Und ja, ich werde jetzt offscreen höchstwahrscheinlich noch ein paar Little Sisters erledigen. Oder na, erledigen, befreien. Dass wir dann nächste Folge besser oder stärker werden. Und ich hoffe, ich finde welche. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und in dem Sinne, ciao und macht's gut.